Hallo und herzlich willkommen zurück zum Live-Let's Play von Enshrouded. Nebenbei noch Stream auf Twitch unterwegs. Und ja, wir sind jetzt hier noch ein bisschen rumgegeistert. Aua, der hat mir in den Unterarm gebissen. Hab das gesehen. Ja, wir sind jetzt hier einfach nur noch ein bisschen, haben die Nacht abgewartet, sind jetzt hier noch so ein bisschen rumgewandert. Nachdem wir das letzte Mal ja diese Flamme da aktiviert hatten. Und jetzt habe ich von Weitem hier das Häuschen gesehen. Aber guckt mal, da wohnt schon einer. Oh, da wohnen zwei. Da wohnen zwei mit einer Keule. Also Keule hier ist nicht ohne, glaube ich. Feldsichelhof. Hä, wo ist denn Keule hin? Fell brennt gut. Weißt du, ich denke, da kommt so ein Ewok auf Steroiden, dabei sind halt nur wieder hier Phantos, die es wissen wollen. Ja, stimmt, eigentlich könnte ich ja auch mal diese komischen Bomben nehmen, wir haben ja ausreichend. Hä? Wo ist denn jetzt dieser Ewok hin? Hallo? Plüschi? Oh, da ist Plüschi. Oh, muss ich näher ran? Oh. Wow, die Bomben bringen ja mal nicht viel. Was hat 20 Bomben für? Na egal, komm, ich mach mal jetzt mit einer Bombe. Einfach weil wir es können. Und weil das dann hier toll aussieht. Oh, der hat mir aber wenigstens Harz geschenkt. Das war ein Feini. Okay, dreimal daneben gemacht, 4, 5. 4 oder 5 von den Dingern brauchst du für einen E-Book. Alles klar. Warte mal, aber wir haben ja noch genug zum Nachfüllen. Gucke. Deswegen findet man die wahrscheinlich auch so oft. Oh, was für eine tolle Badewanne. Oh, guckt mal hier. Das war ja schon fast ein Wellnessbad. Respekt. Kann ich die klein hauen? Okay, den Ofen kann man nicht so gut. Bücher. Oh, die haben aber ein schönes Gärtchen hier. Man kann ja irgendwie später dann auch selbst sich einen Garten bauen. Und dann muss man hier irgendwie die Erde stibitzen. Wenn man die Bäuerin hat. Und dann kann man hier schön auch so quasi in der Erde anbauen. Da habe ich das zumindest gelesen. Haben wir das jetzt auch auf der Map hier? Ja. Auch mit dem Zeichen. Feldsichelhof. So, erstmal alles abernten hier, ne? War ja schon reif, das Zeug. Was ist das? Ach, hier, Bumsdings. Ja, kann man mitnehmen. So, dann gucken wir nochmal schnell drin. Aber das ist ein richtig schöner Bauernhof. Also sowas könnte ich mir sogar vorstellen zu übernehmen, tatsächlich. Weil wir da eben drüber gesprochen haben, dass wenn man keinen Bock mehr hat auf Selbstbauen, einfach hier sowas übernehmen und sich schick machen. Hätte ich, glaube ich, Freude dran.
Besonders hier an so einem Bauernhof. Okay. Dann halt so. Oh, hier wohnt noch jemand. Jetzt nicht mehr. Oh wow, mal keine Pulverbomben. Ja, man bekommt die von der Bäuerin. Dafür muss man aber, dafür brauchst du aber halt den ganzen Stuff, um das herzustellen. Hier kannst du ihn einfach holen. Warum soll ich was herstellen, wenn ich mir es einfach holen kann? Ih, was sind denn das für Pik... Oh. Also der Hof würde mir schon gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können doch nicht umziehen. Aber hier wär's, guck mal, die Aussicht und so auch. Aber das ist die Warte, die wir schon haben. Wo war denn die Warte? Hochweinwarte. Ja, ist die. Und erstmal einen Zweitwohnsitz machen? Boah, also hier hätte ich schon. Das gefällt mir richtig. Das ist genauso mein Style. So ein kleines Häuschen mit einem Gärtchen. Dann hast du da hinten noch ein Kellerchen. Was sind das da für Pickel? Wir gehen erstmal nach den Pickel. Gucken. Ja, ne, wäre auch mein Ding. Sieht aus wie Erz. Kupfer. Oh, wir hätten auch noch Kupfer vor der Haustür. Okay, andererseits ist aber umziehen hier mit einer Schnellreise gar nicht so schwierig. Das Problem ist nur, wir haben ja da drüben den Altar schon auf Stufe 2. Kriegt man das Zeug wieder, wenn man den löscht? Nee, ne? Das Zeug ist dann weg. Na gut, aber auf Stufe 2 kostet der ja auch noch nicht so viel. Aber dann würden auch Altare wegfallen. Weil wir ja nur den einen aufstellen. Dann müssten wir hier einen bauen und müssen den auch noch auf Stufe 2 machen. Oh, in mir blubbert's. 5 Kupfererz. Ganze 5. Wow. Das können wir auch mal wegmachen. Das können wir essen. Okay. Hier haben wir Kupfererz. Müssen wir uns behalten. Sagte sie und hat es nach einer Woche vergessen. Hier haben wir auch noch Dings. Ob ich komme jetzt drauf. Feuerstein, genau. Danke. Frage ist nur, wo packen wir dann hier unsere getreuen, ihr wisst schon, hin? Ich habe nur 3 von 5 Steinen, really? Gerade in der Steinmine gewesen.
Also eigentlich sollte das ja relativ gut machbar sein, ne? Umzuziehen. Ich weiß, wie gesagt, nur noch nicht, wie. Wo wir hier unsere 5 Was blöde ist, der steht dann hier. Theoretisch muss man das vergrößern. Was, das da? Das soll mein Heim werden und noch nicht das Heim der Bäuerin. Ich baue doch hier nicht extra für Leute Heime, hallo? Wo sind wir denn hier? Ja, lass nochmal. Ich muss nochmal. Das passt mir alles schon wieder nicht mehr. Muss ich erst gucken, ob ich genug habe, um das aufzuwerten. Okay, Kupfer brauchen wir später also auch noch ausreichend. Und man hat hier irgendwie. Mit den Markern wäre schwierig. Also mir wäre es lieber, wenn man die irgendwie mit Namen versehen könnte. Wait, wir sollten aber da ein Foto machen. Ein Erinnerungsfoto. Und die Bahn, also das Bad müssen wir uns auch wieder neu aufbauen. Es muss sowieso alles einmal respawnen. Damit das einmal alles noch schön nachspawnen kann. Hier ist so weit vorne. Hier sieht doof aus. Ist halt immer schön, wenn man irgendwo auf einer Erhöhung steht. Ah, hier so. Ihr kennt mich ja, meine Erinnerungsfotos müssen sein. Ah, soll man da in das Ding rein? Oh, ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht so der Freund von Rätseln und so. Aber früher oder später müssen wir ja, ne? Dabei wollte ich heute eigentlich richtig straight Quests verfolgen. Obwohl später kommen ja auch noch andere Biome. Nur kurz gucken. Ach, sah komisch aus. Nur kurz gucken. Naja, der Turm ist schon noch ein ganz schönes Stück weg. Ja, und natürlich hätten wir dann einen Schnellreisepunkt. Das ist richtig. Guck mal, ist da hinten ein anderes Biom? Oh, hi! Oh, nur noch 7er Gegner. Oh, dafür 5 auf einmal. Seid ihr deppert? So, kein Tier stirbt umsonst, nicht wahr? So, wir nehmen hier noch mal ein bisschen hoffentlich Harz mit. Nö, doch. Hast aber Glück gehabt, Bäumchen.
Ich weiß halt noch gar nicht, wie wir da rüberkommen. Wo sind wir hier überhaupt auf der Map gerade? Okay. Also wir sind hier rüber. Hier so lang. Hier haben wir noch 3 Fragezeichen. Eine Miasma-Wurzel. Aha, aha, aha. Und dann sind wir hier so durch. Ja, wir haben heute einiges erkundet. Kann man nicht anders sagen. Aber es ist so, man will hier gucken und da gucken und... Oh nee. Was stimmt denn mit denen hier nicht, dass es 5er-Rudel sind? Aua! Digga ist immer... ein Schild zu heben bei den... Tierchen. Kommen dann später 10er-Rudel oder was? Mal gucken, wo es hier lang geht. Oh, da ist noch... Oh, diese... diese Fachwerkhäuser finde ich auch so mega schön. Oh, rotes Miasma. Rotes Miasma, nicht gut. Und sie rennt direkt drauf zu. Will nur gucken. Schwör. Ja, einmal ums Tal gerannt heute, echt. So, ich will noch mal kurz auf der Map gucken. Mich interessiert immer, in welche Richtung ich gerade gucke. Ob ich nach oben gucke. Gucken wir nach Südosten. Boah, riesig. Auch wenn ich es im Off eigentlich gar nicht mehr so oft spiele, das ist trotzdem irgendwie ein mega Game. Also es macht schon Spaß. Und ich finde es schön, dass man einfach so voll automatisch alle Lichter anmacht. Komm, Fido. Das hier ist noch das Miasma, in das ich rein darf. Ah ja, guck mal, da geht's steil nach unten an. Ja. Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Ja, ich wollte nur mal ein Füßchen reinsetzen. Alles gut. Nimm den schnellen Weg. Irgendwas übersehen? Nö. Hier gibt's nichts. Aus dem Feuerstein.
Feuersteinminen gibt es ziemlich viele, ne? Mach hier irgendwas zum Looten? Nö, gar nicht. Oh. Wie langweilig. Ja, es ist schon, es reizt einen halt auch, ne? Also da kann man also über diese Miasma Lava kann man gar nicht, oder wie? Da kann man tatsächlich nur drumherum. Interesting. Ich nenne es einfach mal Miasma Lava. Doch toll, wenn man drin hängen bleibt. Also. Ach, warum über eine Brücke gehen? Aber auf der Brücke gab's nichts. Nö, haben wir nichts verpasst. Aber was ist das denn für ein schönes Häuschen? Ey, Ifanto, jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht mit diesem dämlichen... Ja, du kannst dir ja so ein Haus auch aufbauen. Weißt du, das ist doch viel schöner als das, was ich mir baue. Oh, warum sagst du so, Mann? Hier hinten ist eine Eberkühle oder so. I don't know. Oh. Oh, ein totes Hasi. Nun ja, nichtsdestotrotz sind wir jetzt tatsächlich bei der Warte. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hab bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.